Ja, Freunde, hallo, da bin ich wieder. Ich wollte eigentlich Schluss machen für heute, aber es tut mir leid. Ich bin im Moment von dem Spiel so gefesselt, dass ich jetzt ein wenig weitermachen werde. So, hammer jetzt! Nein! Meine Güte, wie viele sind denn da noch? Jetzt ist aber gut. Achso, okay. Der macht wieder heile, heile. Munition. Ah, da hinten waren sie alle. So, nimm mal das. Hallo? Bin ich denn tatsächlich? Ja gut, dann brauche ich das nicht. Waffenenergie war... Wow. Da oben. Nee, sie war da... Ach nee, das war das, okay. Das ist es nicht. Gut, jetzt müssen wir hier einen Trick 17 machen. Nee. Wir machen nämlich zuerst die hier kaputt. Und können nämlich dann hier rüber. Na, Trick 17 hier. So, das machen wir auch mal. Ja, so geht's doch schon wieder besser. Wo ist Cal? Er musste zurückbleiben, aber es geht ihm gut. Was ist mit Ihrem Team geschehen? Ich dachte, man hätte sie alle getötet. Diese fremdartigen Wesen haben uns überwältigt, aber ich bin ihnen entkommen. Jetzt müssen wir weitermachen, wenn wir diese Mission noch retten wollen. Jawohl! Jawohl, mein Meister. Wollen wir mal kicken hier, wa? Wieso muss ich als Depp eigentlich immer hier vorausgehen, Mann? Hey, Monroe, Beeilung! Was? Ich dachte, ich hätte hier unten was gehört. Ach, da unten ist Jell. Ja, ich komm gleich. Halt die Stellung. Noch einmal. Was ist das für ein Ort? Die sehen wie Stasis-Kapseln aus. Ja. Die müssen eine Art Tiefschlafsystem haben, oder... Hier finden wir nämlich jetzt unsere Teammitglieder. Ja, da. Was zum... Das ist Telsia. Da, ja. Und Beastman, sie sind alle hier. Sie atmen, also müssen sie noch leben. Vielleicht bewahrt man sie hier als Nahrung auf. Wir müssen sie da rausholen. Richtig, wir müssen nur noch den Energiekern ausschalten, dann können wir sie alle herausbeamen. Vielleicht kann der Doktor ihnen helfen, falls es noch nicht zu spät ist. Na los. Was macht der da? Achso. Na, vielen Dank. Ich denke mal, jetzt betreten einen Bereich. Ne, doch nicht. Das oh, ist er, der Energiekern. Wir müssen dort hinaufgehen und ihn abschalten. Aber ja, komm, ich wusste es! Ich wusste es! Thank you.
mehr viele. So, endlich. Da ist ein Transporter, da will ich hin. Ah, okay. Moment mal, Sie haben uns doch auf Ihrem Schiff in die Falle gelockt und angegriffen. Sie entern intensiv für die anderen. Versuchen zu kontakten. Kommunikation sehr anders. Sie greifen uns an. Sie haben versucht, mit uns zu kommunizieren. Wir fangen Ihre Leute. Analysieren Sie, lernen Ihre Sprache. Wir sind Eterianer, sind hier gefangen. 25 Ihrer Standard-Sonnenjahre. Crew sehr groß, Kolonieschiff. Unser Volk in der Stasis leben. Ein Kolonieschiff? Das muss ein Schleiferschiff sein. Für lange Reisen. Ja, lange Reise. Neue Heimat werden Sie nur niemals sehen, fürchten wir. Die Forge hat uns bleiben bekommen. Es tut uns leid, dass wir Sie missverstanden haben. Dass wir einige Ihrer Leute getötet haben. Wir wollten uns doch nur verteidigen. Töten? Haben nicht getötet. Bei Verletzung unsere Leute in Stase versetzt. Regenerierung. Ihre Leute auch nicht tot. In Stase. Analysieren. Diese Kapsel. Im Namen meiner Leute entschuldige ich mich. Wir dachten, dieses Schiff sei verlassen. Wir wollten nur Informationen aus Ihrem Computer. Wir versuchen, einen Weg von Ihrem Schiff zu finden. Unser Wissen ist alles. Bitten und erhalten. Wir sind Verbündete. Wir werden Verteidigung erklären. Sie kehren zu Ihrem Schiff zurück. Wir werden hier irgendwie rauskommen und Sie werden Ihre neue Heimat erreichen. Foster an Voyager. Lieutenant, es ist schön, Ihre Stimme zu hören. Was ist da drüben geschehen? Ich werde es Ihnen erklären, wenn wir zurück sind. Sagen wir nur, wir haben Verbündete gefunden. Aber wir haben Verletzte, die wir direkt auf die Krankenstation beamen müssen. Halten Sie sich bereit. Die Verletzten sind auf der Krankenstation. Wir können sie jetzt zurückbeamen. Verstanden, Foster Ende. Ja. Genesung. Das war eine schwere Mission, Monroe. Sah eine Zeit lang ziemlich schlimm aus, aber wir haben unsere Aufgabe erledigt. Lassen Sie sich vom Doktor untersuchen und melden Sie sich dann bei den Hazard Operations. Ich werde das gesamte Team zur Einsatzbesprechung dort versammeln. Ja, Sir. Jawohl. Es ist mir egal, ob Ihre Hämorrhoiden chronisch sind. Ich sehe keinen Grund für eine Zurückstellung aus medizinischen Gründen. Oh Gott. Hämorrhoiden. Ciao. Ich bin bald fertig, Sir. Beastman. Nee, doch nicht. Doktor. Entschuldigen Sie. Ja? Doktor? Ah, Mr. Monroe. Ihre Verletzungen scheinen nur oberflächlicher Natur zu sein. Wir werden trotz der leichten Reizung Ihrer Haut keine Hautregeneration durchführen müssen. Möchten Sie vielleicht eine schmerzlindernde Salbe? Wie Sie meinen. Ah, sehr gut, ich bin wieder. Jawohl, danke. Und was ich auch schön finde, das habt ihr auch schon bemerkt, dass hier alle Original-Synchronsprecher aus der deutschen Fassung natürlich vorhanden sind. Tom? Was ist? Wollen Sie noch mehr Salbe? Kann ich mit ihr reden? Nee, da kann ich auch nicht hin. Gut, dann denke ich mal, sind wir hier fertig. Leichte Verbrennungen. Sie benötigen einen Entzündungs... Ach, da ist ja noch einer. Entschuldigen Sie. Ja? Nee, dann können wir, glaube ich, hier raus. Genau. Was ist das? Wir hätten da gesummt. Okay. Links oder... Achso, die reparieren noch. Also geht's nicht hier lang. Vielleicht da? Jawohl. Deck 4 Hazard Operations. Wollen wir mal nach Deck 4? Die Geheimoperation. Uiuiuiui.
dann denke ich mal, bin ich hier nicht richtig. Aber da rein. Genau. Dann schaue ich auf die Uhr. Wir haben noch Zeit. Haben wir nicht? Hä? Das sind doch die Hazard Operations. Bin ich jetzt... Wer bist du? Hi. Hi. Da ist der Transporterraum. Moment. Benutzen Sie auf Deck... Ruhen Sie sich auf Deck 4 aus und melden Sie sich dann zur Einsatzbesprechung. Nutzen Sie den Turbolift auf den Zugang. Ach, ich soll mich ausruhen. Okay. Los! Da hinten. Hier, denke ich mal. Richtig? Rigel 7 war hart, aber wir haben nur ein paar Jahre dort gelebt. Wenn das hart gewesen sein soll, was soll da einer sagen, der als Beta-Zoid auf dem Vulkan gelebt hat? Geben Sie mir eine Minute, Fanny. Noch so geringen Anzeichen von Emotionen, die Stirn. Wofür? Hey, Alex. Kommen Sie gerade von der Krankenstation? Ja. Redet ihr jetzt mit mir? Und? Wie ist der Auralit-Cocktail? Köstlich, danke. Mr. Chang, Ihr Kanalit-Eintopf? Gut, danke. Aber wissen Sie, Sie hätten uns das alles wirklich nicht von Hand machen müssen. Nun, nur weil Sie im Dienst sind, müssen Sie doch keine Replikator-Rationen zu sich nehmen. Danke, Neelix. Austin! Hey, sorry, ich bin beschäftigt. Sorry, Monroe, ich habe gerade zu tun. Neelix, wo willst du hin? Sag's mir. Neelix? Oh, hallo, Fenrich. Ah, jetzt können wir. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir beim letzten Mal alle fast draufgegangen wären. Ja, wir wurden ganz schön fertig gemacht. Na, das ist eigentlich nicht fair. Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Man hat uns nicht genügend Informationen gegeben. Hey, Monroe. Alex, irgendeine Ahnung, wo sie uns als nächstes hinschicken? Ich habe gehört, wie Chakotay und Tuvok von den Scavengern sprachen. Ach ja? Ich habe Kim gesehen. Er ist die Daten durchgegangen, die wir mitgebracht haben. Darunter sind Daten über diese Maschine, die uns hergebracht hat. Hey, Monroe. Es heißt, ich bin bei der nächsten Mission einer Art Geheimoperation mit dabei. Okay. Alle verfügbaren Mitglieder des Hazard-Teams, bitte zum Besprechungsraum.